Mein Name ist Ulf Heinemann, ich bin Geschäftsführer der Robotron Datenbank Software GmbH. Ich bin einer der Geschäftsführer, bin verantwortlich für die Strategie und die Entwicklung der Firma und damit auch ganz konkret Sprecher der Geschäftsführung. In einer Zeit, wo jede Behörde, jeder Industriebetrieb, jedes Energieversorgungsunternehmen eine Unmenge an Daten sammelt, sehen wir uns als Robotron Datenbank Software GmbH sehr gut aufgestellt, weil wir daran glauben, die Unmenge der gesammelten Daten an sich liefert keinen Mehrwert. Es geht vielmehr darum, aus den gigantischen Datenmengen Mehrwert liefernde Informationen zu generieren. Und das ist genau die Strategie unserer Firma. Und das haben wir auf verschiedene Diskursbereiche projiziert. Robotron agiert in drei verschiedenen Geschäftsbereichen. Als erstes zu nennen die öffentliche Verwaltung hier in Sachsen, zum Beispiel mit der Fördermitteldatenbank Sachsens, die wir gemeinsam mit der Staatskanzlei erstellen. Als zweites Betätigungsfeld von Robotron möchte ich die Industrie erwähnen, hier insbesondere die diskrete Fertigung, wo es gerade jetzt mit den Themen Big Data ein Themengebiet berührt, wo sich Robotron ebenfalls gut aufgestellt sieht. Last but not least die Energiewirtschaft. Die Energiewirtschaft mit 70% Umsatzanteil der Firma, ein ganz wesentliches Betätigungsfeld. Hier geht es um große Datenmengen und damit also ein ideales Betätigungsfeld der Firma. Als IT-Unternehmen ist Robotron ein wissensbasiert agierendes Unternehmen. Und als wissensbasiert agierendes Unternehmen sind natürlich unsere Mitarbeiter das wichtigste Asset der Firma. Und damit ist es natürlich wichtig, diesen Mitarbeitern ein entsprechendes Arbeitsumfeld sowie auch Lebensumfeld hier in der Region bieten zu können. Und Dresden bietet da eine sehr gute Grundlage in Form einer lebenswerten Stadt mit einer hohen Lebensqualität. Und die Technische Universität Dresden, die HTW sowie alle Bildungseinrichtungen in der Stadt sind natürlich für uns eine Quelle neuer, junger, motivierter Mitarbeiter. Durch die stetig wachsenden Datenmengen in den unterschiedlichsten Bereichen des Lebens, in der Produktion, in der Verwaltung, in der Energiewirtschaft, sehe ich uns als Robotron, als Spezialisten für die effiziente Verwaltung großer Datenmengen auch strategisch in der Zukunft sehr gut aufgestellt.